Willkommen zurück live aus dem DDGTV Infocenter. Sie kennen es alle, Feuerwehrmannen und ihre grossen Einsatzfahrzeuge, wie auch die geordneten Einsatzmaterialien. Jetzt haben wir aber mal eine Feuerwehrfrau mit ihrem kleinen Einsatzfahrzeug und schauen Sie doch selber. Das ist Doris. Ist der Werbespot weitergegangen? Und Doris ist für jeden Fall gerüstet. Eben, sie hat noch die Schuhe dabei für den Ausgang. Und wenn die Weißen nicht passen, dann nimmt sie die schwarzen Türen. Und wenn die auch nicht passen, dann nehmen wir die Flip-Flops. Aber die können ja auch nicht immer passend sein. Dann haben wir noch Turnschuhe für die schnellen Fälle. Und wenn es dann doch auch wieder nicht passt, dann hätten wir die schwarzen Haschpappis. Aber man muss für den Ernstfall gerüstet sein. Dann haben wir die schweren Feuerwehrstiefel. Wenn irgendjemand noch Fragen hat, soll er sich einfach schnell melden bei mir. Wie sieht es aus mit den Kleidern? Ah, da hätten wir noch eben Töni Orange, wenn es etwas regnet. Wenn es nicht regnet, dann haben wir das T-Shirt dabei. Ich war auch ganz nett. Wenn es etwas kühl wird, haben wir noch das passende schwarze Kleine. Und wenn Doris etwas kühl hat, hat sie die Jeans dabei. Gut, für den Winter haben wir sozusagen das Bärenfell. Und falls dann gerade mal irgendwie noch ein bisschen düster wird, haben wir noch das schwarze lange und das ist ja mal weggekommen, gell? Das Bikini und das Zelt habe ich aus dem Koffer rum. Das ist nicht viel. Ja, warte, da kann man alles aufmachen. Also, da haben wir den Schlafsack, nicht wahr? Dann haben wir das Kopfkissen mit drin. Auch das haben wir. Dann hätten wir das Zelt. Also ich meine, ein rechter Schweizer hat das Zelt dabei. Und eine Feuerwehrfrau sowieso. Genau so sieht das aus. 20 Franken im Jumbo. Sonderangebot. Gut, also. Wenn es kommt, regnen, haben wir noch das Regenpillerindli dabei. Gell? Gut. Das Bikini haben wir natürlich auch dabei. Na, wo haben wir es denn gerade? Ja, das Bikini, weil es könnte noch heiß werden, oder? Gut. Das wär's mit dem Löffel langsam. Ja, das hat man einfach so dabei. Selbstverständlich. Das war es von der DDG News für jetzt und vielleicht für immer. Genaues über unsere nächsten Sendungen, wenn es die eventuell gibt, findet sie unter www.ddg.de.tv. Verabschieden wir uns jetzt mit Bildern aus 4 Wochen das dritte Gleis. Und ebenfalls verabschieden wir uns auch von der Seite von der DDG News. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Zeit. Auf Wiedersehen und man sieht sich vielleicht nochmal. Bis dann. Tschüss. Die Welt uns verwandeln, die den Tag uns verzeihen, uns Geschichten erzählen. Ohne Träume wäre das Leben nur dunkel und grau. Und das Schönste würde fehlen.